Er ist einer der charmantesten, rasantesten und vor allem schlagfertigsten Männer des Landes. Guck mal, er guckt auch sofort mit sich angesprochen. Im Fernsehen gibt er den Amor und auf der Bühne gibt er seinem Publikum Schmitze frei. Willkommen, Comedian und Moderator Ralf Schmitz. Ralf Schmitzens neue Programm wird Schmitze frei heißen. Ist richtig, ja. Und es gibt ein Lied, an dessen Ursprung ich mich jetzt gar nicht erinnere. Da gibt es eine Zeile. Theo, wir fahren. Steh auf, steh auf. Wir haben dasselbe Programm, Vicky, ich werde verrückt. Steh auf, du faules Murmeltier, bevor ich die Geduld verliere. Aha. Theo, wir fahren nach Lodz. Ja. Oder wie Erika Steinbach sagen würde, Litzmannstadt. Das bedeutet ja, dass Deutsche gar nicht so gerne reisen. Weil normalerweise sagt man ja Reiseweltmeister Nummer 1 und dieses Lied gut besagt ja etwas ganz anderes. Was ist Ihre Erfahrung, Herr Schmitz? Was genau ist die Frage, Herr Kaffermann? Das würde ich gerne wissen. Gibt es, einerseits wird gesagt, steh auf, du faules Murmeltier, ja? Das insinuiert, dass Deutsche gar nicht so gerne reisen. Andererseits spricht man vom Reiseweltmeister Nummer 1. Was ist Ihre Erfahrung, Herr Schmitz? Also meine Erfahrung ist, dass durchaus die Deutschen sehr gerne reisen, nur im Moment natürlich nicht dürfen. Das ist natürlich sehr schade. Und dann habe ich gedacht, mit dem Programmtitel Schmitzefrei, was ja eine Anlehnung an Hitzefrei ist. Natürlich, also plötzlich, ja, vielen Dank, ich wollte es nochmal erklären. Also eine, schön, dass Herr Reim es jetzt auch verstanden hat. Das ist ja eine Anlehnung nicht nur an Reisen, sondern eben auch an plötzliche Freiheit. Also in der Schule zu sein oder nach Hause zu dürfen, dieses Gefühl vermissen wir bei 10.000 E-Mails, die wir jeden Tag machen. Und da habe ich gedacht, komm, das eignet sich doch ganz gut, wenn wir jetzt schon nicht richtig reisen dürfen. Oft, so wie wir Deutschen ja anscheinend, das war, glaube ich, die Frage eigentlich, ja, wie wir Deutschen das gerne machen. Ja, ja. Dann machen wir es wenigstens virtuell im Theater. Auch das dürfen wir leider im Moment nicht. Das ist richtig blöd und eine Katastrophe. Aber so ist es im Moment. Wie haben Sie recherchiert für Ihre Arbeit? Ich recherchiert? Ja. Ich habe mein ganzes Leben recherchiert für diese Arbeit, da ich ja beruflich viel reise und auch privat gerne unterwegs bin. Die Freunde von früher und überhaupt verteilen sich so über die ganze Republik, aber auch durchaus ins Ausland. Und auch da bin ich nicht müde. Was sind die typischen Konflikte, die wir erwarten müssen und die wir auch besiegen müssen, wenn wir unterwegs in den Urlaub sind? Konflikte, also generell sollte man schon so ein Freiheitsgefühl entwickeln. Das ist schon schön. Das endet dann vielleicht beim einen oder anderen schon auf der Reise. Ich habe zum Beispiel eine Nummer im Programm, da muss der Vater 18 Stunden von Süditalien mit der Familie nach Hause, oder er darf, und kachelt durch, weil ich halte jetzt nicht mehr an. Das kennt man ja, das sind die Klischees. Und ich habe gedacht, okay, das aber einfach nur nachzuspielen ist mir zu blöd. Ich spiele nicht die Familie, ich spiele den nächsten Tag, wo der gleiche Vater mit seinen Arbeitskollegen in Fahrgemeinschaft zur Arbeit fährt, aber aus der Nummer nicht mehr rauskommt und seine Kollegen und seinen Chef so behandelt wie seine Kinder. Und das macht zum Beispiel viel Spaß. War Kachelt durch ein kleiner Hinterhalt oder war das Zufall? Bitte? War Kachelt durch ein kleiner Hinterhalt, den Sie eben verwendet haben? Oder war, über den wir jetzt gemeinsam hinweggehen, oder war das Zufall? Nein, es war nicht beabsichtigt, aber ich behaupte das jetzt, weil es sehr schlau klingt, wenn ich gekachelt gesagt hätte, um es zu meinen. Ja. Sind Sie ein organisierter Reiser? Ja. Pauschalreisen? Kreuzfahrtschiff? Nee, eher so individuell, schon, aber dann durchaus organisiert, schlimm eigentlich. Allerdings muss ich sagen, organisiert ist ja relativ. Also nicht schon ein halbes Jahr vorher genau zu wissen oder ein Jahr vorher geplant, das ist nicht so meins, schon kurzfristig, aber dann hat auch alles seinen Platz. Aber am liebsten eigentlich losfahren, Koffer in den Kofferraum und dann von einem auf den anderen Tag oder alle zwei, drei Tage gucken, wohin jetzt. Das ist eigentlich das, was ich am allerliebsten mache. Wie ist das, wenn Ralf Schmitz ins Ausland geht und er kommt in eine Situation, wo er die Sprache vielleicht gar nicht so beherrscht? Gab es das? Ich meine, irgendwann mal fängt es ja immer an. Ja, also es gibt ja diese universelle Sprache, die ich nicht gut, aber ausreichend beherrsche, Englisch. Das hilft dann schon mal. Und wenn das nicht reicht, dann bemühe ich mich mit Händen und Füßen, meinem Wunsch des Ausdrucks auch Geltung zu verleihen. Und das klappt eigentlich auch ganz gut. Die Leute finden das dann eigentlich immer ganz, ganz okay, wenn man dann zumindest versucht. Und ich bemühe mich in der fremden Sprache auch immer. Also auch in Frankreich oder wo auch immer, kommt es immer gut an, wenn man es nicht kann, aber versucht. Und das finde ich auch höflich, ehrlich gesagt. Als ich zum ersten Mal in den USA war, 1985, die Welt war noch schwarz-weiß, da bin ich überfordert gewesen mit meinem Schulenglisch, weil ich gefragt wurde, wie ich das Ei
gerne hätte am Morgen. Und alle diese Begriffe, die mir dann angeboten wurden, hatte ich noch nie gehört. Ja, Sunny Side Up und der ganze Kram. Ja, genau. Das, ist genau. Und da habe ich, es gibt tatsächlich eine Nummer, die ich drin habe. Und zwar war ich vor einigen Jahren auch das erste Mal in Amerika, in den USA, und bin da zu McDonald's gefahren. Und dachte, boah, das ist wie zu Hause, das hast du schon tausendmal gemacht. Und Englisch, haha, ist in der Schule, das Ganze super. Und dann stand ich da und dachte, was heißt Gurke? Und dann habe ich da so aus Spaß, blöd wie ich war, habe ich gesagt, I want to have my burger without a gurkey. Und das fand er so mittel. Und da erinnerte ich mich jetzt, es ist viele Jahre her, ich möchte das klarstellen. Ja, es waren noch zu Schulzeiten. Aber dann dachte ich, jetzt irgendwann, so viel zu, die Recherche hat schon immer stattgefunden, da erinnerte ich mich dran und habe daraus jetzt eine Nummer gemacht. Ich fahre also symbolisch sozusagen, oder auch in Wirklichkeit fahre ich bei McDonald's in Amerika vor und will jetzt bestellen. Es geht natürlich alles schief. Es klappt natürlich nicht. Sie sollen auch mal nackt auf einem Hotelflur gewesen sein. In den USA auch? Weil das ist ja eigentlich etwas, was eine einstweilige Erschießung schon nach sich führt. Eine einstweilige Erschießung. Das ist richtig. Ich wollte es nicht erzählen. Vielen Dank, Herr Kachelmann. Ich erzähle es auch im Programm, ist schon richtig. Ich war unterwegs und ich bin ja immer viel unterwegs. Und das war aber jetzt tatsächlich auch im Urlaub. Und ich habe drei Nächte, ich habe mir sehr lange überlegt, ob ich das erzähle. Ich war im Urlaub und habe drei Nächte im selben Zimmer geschlafen. Ist ja klar. Und dann muss man ja schon mal früh morgens, da ist noch dunkel, muss man raus. Hat nichts mit Prostagut zu tun, eher mit Bier. Und dann steht man auf und dann geht man eben im Dunkeln, um nicht wach zu werden, auf Toilette. Jetzt war die Toilette immer an derselben Stelle. Ist ja klar, selbe Zimmer. Und dann wechselte ich das Zimmer nach drei Nächten und war in einem anderen Zimmer. Das Blöde war, in diesem neuen Zimmer war die Zimmertür da, wo vorher die Toilette war. Und ich mache ja kein Licht an. Und wach geworden bin ich dummerweise erst, als das Licht im Flur anging, im Hotelflur. War so ein Bewegungsmelder, das war aus, deswegen habe ich nicht gemerkt. Und bums, und die Tür fiel zu. Und dann stand ich wirklich, also ich schlafe leicht bekleidet. Um zu sagen, nackt. Und dann stand ich wirklich nackt. Es klingt wie eine Erfindung, aber es ist wirklich die Wahrheit. Und dann musste ich an die Rezeption und musste mir einen neuen Schlüssel besorgen. Das erzähle ich auch im Programm. Und am Schluss hat mich, und das ist nicht erfunden, eine Frau, ich war nackig und ich stehe im Flur und bin wieder zurück. Gott sei Dank, die Geschichte erspare ich euch jetzt. Und stehe im Flur und von hinten kommt, es war da mittlerweile halb sieben oder so. Und dann stand von hinten und fragt mich jemand, kriege ich ein Autogramm? Und das war eine ältere Dame, die sehr buschikos, aber auch sehr direkt war. Und fragte, dann können Sie unterschreiben? Ich sage, ich habe doch keinen Stift. Und dann sagt sie, naja, also es war ein Erlebnis, wirklich. Ich sage übrigens nicht auch im Programm dann, wo es war und in welchem Hotel, denn ich befürchte, dass es noch Videoaufnahmen gibt von den Kameras und hinterher kommt dann was ans Licht, was ich nicht gerne hätte. Es ist eine wahre Geschichte. Sahen schon Sie auf den Videoaufnahmen aus wie Mark und Aaron Keller? Bitte? Sahen Sie auf den Videoaufnahmen aus wie Mark und Aaron Keller? Ich meine, so rein optisch körperlich. Absolut, absolut. Etwas kleiner. Aber sonst, ja. Ich erinnere mich. Ne? Früher. Stimmt, er war die Dame, die ältere Dame, die mich nach dem Autogramm gefragt hat. Das ist richtig. Ich hätte auch mich als ältere oder auch jüngere oder was auch immer Dame, die wäre zu Tode erschrocken, wenn ich einen nackten Mann auf dem Flur treffe, mitten in der Nacht. Die war wirklich, wirklich frei von. Also es hat mich selbst erstaunt. Lieber Ralf, Vicky und ich, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, große Fans gerade von einer Sendung, die du auch mal in einem anderen dreibuchstabigen Sender gemacht hast, den du dann verließest, um zu einem anderen privaten dreibuchstabigen Sender zu gehen. Na gut, dann machst du jetzt auch viele, viele, viele Sendungen. Ja. Also richtig viele und toll. Paar Wars, Halbpension Schmitz, das ist wieder auch mit Improvisation genau. Ganz toll. Macht einen Mörderspaß. Ja, das glaube ich. Toll. Also gerade diese Improvisation, die gucke ich auch am liebsten. Aber du hast auch eine Kuppelshow voll verschossen. Eine Kuppelshow. Das heißt Dating-Show. Ach, Dating-Show. Ja. Na, bei uns würde es jetzt Kuppelschwein. Okay. Schüttel. Wer mit wem? Also, voll verschossen. Ja. Und da hat man fünf Angebote, quasi fünf Menschen. Und da geht man gar nicht nach der Optik, nach dem Aussehen, sondern nach den Eigenschaften. Richtig. Was für schräg, aber da gibt es ja auch wahnsinnig schräge Eigenschaften, die du dazu hören bekommst. Was sind die schrägsten? Eine schräge Eigenschaft fand ich ganz groß, sehr ehrlich, fand ich ganz toll. Er hat es nicht gemacht, dann hinterher das Match, aber so ist es eben. Aber er hat selber dürfen die ja angeben, was man dann in der Show sehen darf, nach welchen Kriterien man aussucht. Und eins war, ich habe einer Frau finanziell nicht viel zu bieten. Ich fand das sehr ehrlich. Es ist nur nichts, was man sonst eigentlich beim ersten Date hören würde. Fand ich zum Beispiel toll. Oder einer hat gesagt, Humor ist nicht mein Fall. Mit Humor kann ich nichts anfangen. Der war auch gesagt, raus, oder? Das kann ich jetzt nicht ganz so nachvollziehen. Aber naja, also es gab schon verrückte Sachen. Und einer hatte eine Phobie. Moment, was war das? Einer hatte eine Phobie, jetzt fällt es mir nicht ein. Eine Phobie vor Knöpfen.
Verknöpfen. Verknöpfen. Nur Reißverschluss. Wahrscheinlich. Oder gar nichts oder alles offen. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls Knöpfe waren Reiß ausnehmen, weglaufen, schreiend. Also wirklich katastrophal. Warum bist du so gerne der Amor für uns Menschen? Ach, ich liebe das. Ja, warum? Ach, ich liebe, einmal, weil es klappt. Einmal, weil ich selbst am Anfang, als ich damals mit Take Me Out, man kann es ja sagen, mal angefangen habe, da hätte ich gar nicht gedacht, dass das wirklich, dass das wird eine schöne Zeit. Wir meinen es auch ehrlich, da kommen nur Leute hin, ist mir immer ganz wichtig, die auch wirklich ein Date suchen, das ist alles klar, also echte Singles, nichts abgesprochen, aber ich dachte, mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Und es gibt tatsächlich Menschen, die geheiratet haben, die haben ein Kind bekommen und so weiter. Das ist nicht in allen Fällen so natürlich, Gott sei Dank, es wäre ja auch ein bisschen viel, aber es ist oft der Fall, dass Menschen wirklich sich da finden. Was ich aber schön finde, ist, dass ich die kennenlerne. Das macht mir ungemein Spaß, dass ich Fragen stellen kann und merke, wie verrückt und wie bunt eigentlich Menschen sind. Ob die, jeder hat einen Knall, wirklich jeder in der Runde hier und überhaupt, jeder hat mindestens einen Knall. Und da kann man damit so ein Brennglas mal kurz hingucken. Und dann finde ich ganz wichtig, gemeinsam drüber lachen. Ja. Das nicht so ernst nehmen. Da kommt dann nämlich doch wieder Humor. Spielt da eine große Rolle. Du bist ja ein sehr penibler, ein sehr ordnungsliebhabender Mensch. Ja, furchtbar. Jetzt hast du aber Hildegard und eine Katze, also... Ich hatte auch mal eine. Ich weiß, das kann eigentlich nicht so richtig funktionieren. Ja. Wie gut kommt ihr miteinander klar? Perfekt. Perfekt. Ich bin ja Katzenmensch und schon immer gewesen. Meine alte Katze ist 27 geworden. Und Hildegard, da genau, da ist sie. Schwarze Katze. Das Foto fand sie auch toll. Die ist die coolste Katze der Welt. Die ist cooler als meine davor. Die macht nichts. Also wirklich nichts. Aber die groove dabei. Die ist nicht langweilig, sondern die ist einfach cool. Ich habe gehört, irgendwie hat sie deine Wohnung, dein Haus völlig zerstört oder in Unordnung gebracht. Wer hat dir das denn erzählt? Wer hat mir das erzählt? Die Katze. Das war ich selber. Katzenklo, irgendwas mit einem Katzenklo war. Ach so, ja, richtig. Ha, 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 ja, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ja. Ja, gut, sie ist klein. Bitte keine Kommentare. Sie ist klein und hat dann in ihrem Katzenklo gesetzt. Sie ist etwas sehr delikat und setzt sich zu tief auch noch. Und so, und dann hat sie am... Jetzt weiß ich, was du meinst. So. Das habe ich mal so nebenbei erzählt, aber bitte. Und dann sitzt sie so tief und dann ist das alles. Und dann hat sie die Angewohnheit, durchs ganze Haus zu rennen und sich überall hinzusetzen. Und das macht Stempelabdrücke mit ihrem Arsch, mit ihrem Katzenarsch. Also mit diesem Katzenstreu, das dann irgendwie nass ist. Etwas delikat, entschuldige. Aber es ist aber halt ein so. Herrliches und Bild. Und überall, mal, wo die sich hinsetzt, hast du, du weißt genau, die Katze war wieder auf dem Klo. Es ist furchtbar. Vor allem ist es furchtbar, wenn sie ins Bett springt und sie gerade, das ist auch nicht schön. Das heißt, die Katze darf bei dir ins Bett? Nein. Nein. Aber sie macht es trotzdem. Ja. Ja, und wenn sie sich dann aufs Kopfkissen gesetzt hat und was das dann zu spät bemerkt, ist blöd. Ach, der Ralf, der ist wirklich, also ich glaube, deine Programme, das sind ja keine kleinen Programme, das sind ja wirklich Hallen, die du da füllst. Und ich verstehe immer gar nicht, wie man als einzelner Mensch die Leute so begeistern kann. Und du springst von einer Seite auf die andere, ich weiß nicht, wie oft am Abend von der Bühne. Aber das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe mich gefragt, du bist jemand, der eine klassische Tanzausbildung hat, Ballettausbildung. Es ist lange her, aber ja. Machst du das auch noch? Wärmst du? Guck mal, da kommt Vicky auch wieder ins Gespräch. Machst du diese Aufwärmübung oder machst du Dehnungen? Weil Vicky macht jeden Tag, glaube ich, eine halbe Stunde mindestens Sport. Ne? Nein. So. Ich habe in den letzten zwei Jahren kaum Sport gemacht. Aber ich habe früher mal Sport gemacht. Ja. Aber Ballettausbildung habe ich auch. Ich habe eine richtige Ballettausbildung. Ich auch, ja. Okay. Könntest du noch einen Spagat? Nein, kann ich nicht. Da muss ich wirklich sehr viel üben. Da muss man viel üben. Also früher ja, über sehr viele Jahre. Aber komm jetzt nicht wieder mit der Nummer. Desiree Nick hat das komm auch jetzt nicht wieder mit der Nummer. Ich soll jetzt das... Geht zusammen. Aber ich kenne hier noch einen, der das drauf hat. Ne, Aaron? Er kann es wieder. Aber ich komme nicht mehr runter. Ich komme nicht mehr ganz... Halleluja! Du bist ja nicht mehr aufgewärmt. Da kann doch jetzt ein Band rein. So, Marco. Aufwärmen, du hast zum Glück eine weite Hose. Ich habe an alles gedacht. Oh, der Herrenspagat. Oh, nein! Wow. Yes! Ja, sag einmal. Ja, sehr gut. Aber auch sah gerade brüchig aus. Ich war überrascht. Warte, was ist los? Ich weiß, aber es war eine blöde Position hier. So. Ich höre gerade, wir haben das mit der Kamera leider nicht drauf. Nochmal? Nein, ganz im Ernst. Mal ist das wirklich euer Ernst? Ich kriege nur. Dann könntest du das wohl wirklich nochmal... Ja, jetzt kommt der Regisseur auch noch mit ins Spiel. Ob du wohl noch einmal den Spagat zeigen könntest? Beide bitte nochmal. Komm, mach's doch beide nochmal. Zu kommen. Geht das nochmal und Applaus von allen. Ja! Habt ihr denn jetzt? Seid ihr denn jetzt? Seid ihr denn bereit, liebe Kamerateam? Nicht, dass die Hose ja, kaputt geht. Ja, alles bereit, alles das stand. Das noch lustig. Also, pass auf, okay. Ich dann nochmal runterkommen. So. Ja! Und Marc! Aber es liegt doch ja. Jawohl. Wow! Yes!
Chapeau. Welcher tut mehr weh? Der Spagat, den du gemacht hast, oder sein Spagat? Ich kann dich nicht mehr hören, bei mir fiebt es in den Ohren. Es tut so unfassbar weh. Nein, im Ernst, was meinst du? Das ist der Schwierigere. Ja. Chapeau, das ist der Schwierige. Den kann ich nicht mehr. Herrenspagat. Herrenspagat, wie man eigentlich landläufig so sagt. Ja. Herrenspagat, genau. Was dazu führt, dass ich den Damenspagat gemacht habe. Ich möchte, dass das keiner erwähnt. Okay, also komm, lass uns noch einmal bitte ganz schnell über deine Mama reden. Ich könnte mich totlachen, wenn du über dein, also wenn ich über dein Improvisationstalent rede. Ja, dann stelle ich mir vor, dass du das vielleicht schon bei deiner Mutter dir angeeignet hast. Weil du sagst selber, du hast mit deiner Mutter darüber gesprochen, du darfst darüber sprechen. Ja, worüber? Sie kann nicht, im Gegensatz zu Vicky, kochen. Überhaupt gar nicht. Und das heißt, dass du dir am Tisch natürlich eine Menge einfallen lassen musstest, du und deine Schwester. Das ist richtig, das ist richtig. Meine Mutter kocht, das kann man nicht kochen nennen. Das weiß sie auch und das findet sie auch selber lustig, Gott sei Dank, ich darf es erzählen, wie du sagst. Und sie kocht Kartoffeln al dente, das ist furchtbar. Man kann, alles, was man falsch machen kann, geht da schief. Die hat mal so einen Maulwurfshügel, Fertigkuchen, das ist ein Fertigkuchen. Da hat sie irgendwas nicht reingemacht, der war steinhart wie Beton. Aber meine Mutter ist dann nicht so, dass sie Gäste hat und sagt, ach, dann mach ich lieber was an. Nein, sie bietet das an und sagt, nein, greift zu. Und alle beißen sich die aus, es ist ihr alles egal. Also sie kann wirklich überhaupt nicht kochen. Wir saßen mal, meine Schwester und ich saßen am Tisch es war nicht essbar, wirklich. Also das, was ich gerade beschrieben habe, ist nichts dagegen gewesen. Es war wirklich nicht essbar und wir haben ein Würstchen unter dem Tisch versucht, dem Hund zu... Wir haben die auch immer versteckt. Wir haben dann nicht nur dem Hund, ich erzähle zu Ende, das Würstchen dem Hund unter dem Tisch geben wollen und der Hund macht... Ah, und frisst echt dieses Würstchen nicht. Und wir haben bei Tisch dann Sachen, wir haben uns hinterher Spaß draus gemacht. Meine Mutter hat dann geschimpft, aber wir haben uns einen Spaß draus gemacht. Wir haben dann in die Kerzenstände, haben wir dann auch die Würstchen gesteckt, die hat sie lange nicht gefunden. Oder wir haben Kartoffelpüree, haben wir so, wir haben also die Tischdecke, den Kopf, haben Kartoffelpüree breit geklopft und solche Sachen. Großartig. Weißt du, warum ich dich so liebe? Du bist weit aus Köln mit dem Auto hierher gekommen. Ja. Ohne irgendwas zu promoten. Du bist einfach nur gekommen. Ja. Danke, dass du bei uns bist. Ralf Schmitz. Gerne. Vielen Dank. Naja, die Show ist schon. Die Live-Show. Wir dürfen nicht auftreten. Es ist eine Katastrophe, das wollte ich noch sagen. Aber sobald ich wieder darf und wir alle können, wir Bühnenkünstler, sind wir am Start.